Okay, Leute, ich habe mir gerade ein paar Sachen angeschaut. Meine Nase ist zu, alles ist kaputt. Ich hatte einen richtigen Weinanfall eben. Hey Xavier, im 13. Jahrhundert fand die Legende der Ritualmorde ihren Weg von England nach Deutschland. Sie besagt, dass Juden für magische und medizinische Rituale während des Pessachfests christliche Kinder töten und ihr Blut trinken. Auch Martin Luther diente die Legende dazu, allen Juden heimliche Mordabsichten an Christen zu unterstellen. Die jahrhundertealte Ritualmordlegende lebt natürlich mit der aktuell populärsten Verschwörungsideologie QAnon wieder auf. Und ihre Anhängerinnen behaupten, dass Eliten aus liberalen Globalisten und jüdischen Bankern mit dem in satanischen Ritualen gewonnenen Blut entführter Kinder ihr eigenes Leben verlängern wollen. Es ist so furchtbar. Es kommen immer mehr Details raus. Aber auf den tiefen Antisemitismus, der dieser Ideologie zugrunde liegt, wird jedoch höchstens am Rande eingegangen. Und in den USA finden sich bereits QAnon-Anhängerinnen im Kabinett von Donald Trump. Du bist ja Deutschlands prominentester QAnon-Anhänger und nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg darf man dich auch nicht Antisemit nennen, weil es für dich rufschädigend wäre, das Stigma des Antisemitismus zu tragen und die Gefahr, die von deinen Äußerungen ausgeht, scheinbar viel geringer wiegt als der Vorwurf des Antisemitismus. Die sogenannten Anons, also die sehen sich selbst als Humanisten, weil sie die Welt vom Bösen befreien wollen. Es ist also ein Wesensmerkmal des Antisemitismus, dass er als gerechter und guter Widerstand gegen die vermeintlich allmächtigen und böswilligen Eliten auftritt. Jeder Konflikt wird als Beweis für die Bereicherung und Unterdrückung des sogenannten Volkes durch diese Eliten gesehen und dem hohen Abstraktionsgehalt der komplexen und globalisierten Welt wird mit vereinfachten Feindbildern begegnet, die in den meisten Fällen durch Jüdinnen und Juden personifiziert sind, etwa George Soros oder Aneta Kahane. Und andere werden, wie Hillary Clinton und Angela Merkel, zu Jüdinnen gemacht oder sie stecken mit ihnen unter einer Decke, wie Bill Gates. Verschwörungsideologien wie QAnon sind ohne das kulturell tief verwurzelte antisemitische Ressentiment überhaupt nicht denkbar. Hinter Antisemitismus lassen sich alle politischen Lager konstituieren. Er hat einen einenden Effekt. Deshalb nimmt gerade in Zeiten starker politischer und kultureller Antagonismen der Antisemitismus so stark zu. Seit mindestens 15 Jahren.